Wir sind jetzt hier noch der Vorwahl, 3 Stunden vor dem Finale hier in Jeju, in Seoul. Erste Weltmeisterschaft, deine Eindrücke? Ja, erstmal hallo an alle All-Stars-Fans. Wie du eben schon gesagt hast, wir sind jetzt kurz vorm Finale. Morgens hier in einem wunderschönen Garten in Jeju in Südkorea auf einer kleinen Insel. Die Wettkämpfe gestern waren sehr, sehr anstrengend, atemberaubend. Natürlich für mich als Newcomer zum ersten Mal auf der internationalen Meisterschaft. Absolut beeindruckend, phänomenal. Unheimlich viele gute Athleten. Ja, man ist zutiefst beeindruckt. Man kommt da hin und man möchte am liebsten wieder nach Hause fliegen, weil man denkt, hier hat man nichts verloren. Aber es lief Gott sei Dank sehr gut. Und es sieht ja ganz danach aus, als hätte ich mich fürs Finale qualifiziert. Das heißt, wir haben heute Abend nochmal einen Einsatz. Und ja, ich freue mich tierisch drauf. Wie gesagt, die erste Weltmeisterschaft und dann ins Finale zu kommen. Ich denke mal, da haben wir seit 2004 doch relativ viel erreicht. Und dann hoffe ich, dass ich am Montag wieder glücklich zurückfliege mit einer guten Platzierung. Zeig uns doch mal, was du heute Abend auf die Bühne bringst. Matthias, viel Glück heute Abend.